In diesem Video geht es um Design und zwar wollen wir ganz am Anfang erst einmal schauen, was Design eigentlich ist, wie das definiert wird und wie komplex der Begriff eigentlich ist, wie unterschiedlich er auch verwendet wird und schauen von daher auch nochmal auf ein paar verschiedene Perspektiven auf dieses Thema. Am Anfang eine mehr allgemeingültige Definition und zwar wird Design verstanden im Cambridge Dictionary als Plan für eine Konstruktion, zum Beispiel für ein Objekt oder ein System oder aber auch als Implementierung einer Aktivität oder eines Prozesses. Und auf der anderen Seite wird Design auch definiert als das Produkt eines solchen Plans, einer solchen Konstruktion. Und das kann dann nämlich sein, ein Prototyp, ein Produkt oder ein Prozess. Im Deutschen verwenden wir das Begriff auch als Design, als Anglizismus, aber wenn wir es übersetzen, dann werden wir ein bisschen präziser, können wir nämlich den Konstruktionsplan als Gestaltung auch sehen, als Gestalten, als Tätigkeit. Und das Resultat ist dann die Formwerdung dieses Gestaltungsprozesses, was wir auch als Gestalt übersetzen können. Design als Begriff findet Anwendung oder als Methode findet Anwendung in unterschiedlichen Disziplinen, in unterschiedlichen Berufsgruppen, zum Beispiel in der Architektur oder aber auch im Corporate Design, im Kommunikationsdesign. In diesen Disziplinen wird aber anders gearbeitet, als wir, wenn wir gestalten, designen im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion. Und ich habe jetzt mal ein paar Disziplinen rausgepickt, mit denen wir übereinstimmen in der Art und Weise, wie wir gestalten. Und zwar im Game Design haben wir die HCI auch. Das heißt, hier haben wir die Nutzer, die Spieler, die Spielerinnen, quasi die Menschen, die interagieren mit einem Computer, also einem System, was ihnen erlaubt zu spielen. Das Interaktionsdesign, das ist eine Teildisziplin der HCI mit dem Fokus, mit dem Schwerpunkt eben auf der Gestaltung der Mensch-Computer-Interaktion. Und beim Interface-Design geht es um die Gestaltung der Technologie, die zwischen Mensch und Computer vermittelt. Dann haben wir in der letzten Zeit oftmals auch das Interaktionsdesign und die Mensch-Maschine-Interaktion im Produktdesign als Module, zum Beispiel in neueren Studiengängen oder aber auch in den Berufsgruppen, weil Produkte können mittlerweile intelligent sein, interaktiv sein etc. Von daher arbeiten hier auch HCIler im Produktdesign. Und ganz klassisch im Webdesign. In den meisten anderen Disziplinen kommt das eher selten vor und hier können wir auch davon ausgehen, dass hier ganz andere Methoden der Gestaltung verwendet werden, als in denen, die ich jetzt hervorgehoben habe. Aus der Architektur kommt das Zitat Form follows Function und zwar geprägt durch den Architekten Louis Sullivan schon 1896. Und das wird als goldene Designregel verstanden. Das heißt, Form plus Function heißt, hier reden wir von gutem Design. Und das wird manchmal verkürzt verstanden, und zwar in der Art und Weise, dass jede Form auch eine praktische, pragmatische Funktion haben muss. Das ist aber vor allem im Interaktionsdesign ja nur ganz schwer der Fall. Hier können wir Form als Aktion, als Interaktion übersetzen, aber was ist eigentlich mit Schönheit? Und Sullivan meint auf jeden Fall nicht nur pragmatische Formen, die eine Funktion haben, sondern wenn wir uns seine Arbeit anschauen, dann sehen wir hier an dem Bürogebäude oben ein sehr dekoratives Ornament und von daher wird klar, wie diese Richtlinie, diese Design-Guideline gemeint ist. Dekor macht Sinn zu Zwecken, zu Prestigezwecken, um aufzufallen, um in Architektur ein Landmark zu sein, ein Hingucker. Und natürlich haben wir auch Formen, die keine Primärfunktion haben. Im Produktdesign, zum Beispiel von Handyhüllen, haben wir Hüllen, die größer sind, als sie sein müssten, was an sich für
etwas, was dann mit mobilen Geräten zu tun hat, erstmal dysfunktional ist, weil wir wollen die Handys ja in unsere Taschen stecken. Aber wann machen dann Öhrchen an Handyhüllen Sinn? Und hier wird uns jetzt auch bewusst, dass wir vielleicht nicht die Zielgruppe für solche Handyhüllen sind, aber wir eventuell auch für andere Zielgruppen gestalten müssen. Das heißt, für ein kleines Mädchen können Öhrchen am Handy total funktional sein, nämlich hier wird dann aus der Handyhülle ein Spielzeug, ein Identifikationsobjekt etc. Sprich, was will ich hiermit sagen? Wir als Designer müssen Empathie entwickeln, weil wir eigentlich Auftragsarbeit machen. Wir gestalten nicht für uns, wir gestalten eigentlich auch nicht für unsere Peers, sondern für Zielgruppen und müssen uns in die hereinversetzen, um Dinge zu gestalten, die die Zielgruppe benutzen kann und auch schön findet. Das ist auch ein Beispiel aus dem Produktdesign, das als gutes Design gilt, also zumindest in seiner Urversion. Das ist eine Zitronenpresse der Firma Alessi. Und die steht für sehr klares, sehr schönes Design. Und die Firma Alessi hat sich dann überlegt, hier eine Special Edition herauszugeben, und zwar eine goldbeschichtete Zitronenpresse. Und hier kommen wir zu dem Thema des funktionalen Designs, weil dieses Gold war irgendwann nur noch Deko und hat die Grundfunktion zerstört, weil diese Zitronenpresse aus Gold kam dann mit einem Beipackzettel, wo stand: Bitte nicht benutzen, die Zitronensäure würde die Goldschicht zerstören. Und das ist natürlich ein Extrembeispiel, wo wir zwar in der Form auch eine ästhetische Funktion haben, aber es ist indiskutabel und natürlich nicht zu rechtfertigen, wenn die schöne Form die eigentliche Urfunktion zerstört. Andere Meilensteine des Designs will ich einmal kurz hervorheben, weil die auch uns im Interface-Design, im Interaktionsdesign geprägt haben. Ein sehr frühes Beispiel für mobile Kommunikation und mobile Geräte, mobiles Arbeiten ist die Schreibmaschine Valentin von der italienischen Firma Olivetti. Und zwar sehen Sie hier am Rücken dieser Schreibmaschine einen Griff. Und diese Schreibmaschine war dafür gemacht, so sagte damals der Slogan, überall benutzt zu werden, aber bitteschön nicht im Büro. Das heißt, es war ein mobiles Arbeitsgerät, das den Park in ein Büro verwandelt hat oder das Café. Das war nicht nur ein Arbeitsgerät, sondern auch ein Objekt, ein Lifestyle-Objekt, das sehr berühmte Nutzer hatte, zum Beispiel David Bowie, aber auch Dieter Rams. Dieter Rams ist vielen von euch vielleicht ein Begriff, aber noch viel mehr von euch werden seine Arbeit kennen, weil er herausragende Arbeit für die Firma Braun entwickelt hat. Er hat im Prinzip einen visuellen Stil entwickelt, der jetzt mit der Firma Braun verbunden wird, und sein Design gab der Firma Braun eigentlich nicht nur eine klare Linie im Produktdesign, sondern auch ein Corporate Design. Das hier ist der T3, das ist ein Transistorradio, ein Taschenradio. Und das ist jetzt ein Beispiel der Arbeiten von Dieter Rams, der entwickelt hat für Braun. Aber wir haben hier eine ganze Reihe an elektrischen Geräten für Küche, Büro, Wohnzimmer etc. Und diese Gestaltung von Dieter Rams war oftmals auch formgebend für spätere Generationen, für andere Firmen und auch Beispiel für andere Designer. Zum Beispiel der T3 hat den Jonathan Eve inspiriert oder aber beeinflusst, den iPod für Apple zu gestalten. Und das wird, wenn ich mal weiterschalte, schnell offensichtlich, weil wir hier viele Formzitate haben. Das heißt, die Farbgebung ist ähnlich, der Aufbau, die Proportionen sind ähnlich. Das ist der tragbare Musikplayer von 2001, das heißt die erste Version vom iPod. Und für den bekam der Jonathan Eve auch einen Designpreis. Aber hier haben nicht nur Produktdesigner oder Hardware-Designer wie der Jonathan Eve gearbeitet, sondern auch Business-Designer. Das heißt, hier wurde zwar zitiert aus den späten 50er Jahren, wenn es um die Form ging, aber wir haben ja auch ganz
ein ganz neues Design, ein Interaktionsdesign, das wir beim Transistorradio nicht hatten, weil wir haben hier durch iTunes eine riesengroße Auswahl, einen riesengroßen Online-Shop. Und von daher ist der iPod auch mehr als nur eine Hommage an das Transistorradio aus den 50ern. Genau, und für Apple steht vor allem auch Steve Jobs. Und er wird als Genie und Wegweiser und Visionär im Design betrachtet. Und von daher sind seine Aussagen, seine Meinung viel zitiert und ja, auf jeden Fall auch wahnsinnig interessant. Und er hat auch etwas über Design gesagt. Er hat gesagt, Design ist schon ein lustiges Wort, weil viele glauben, hier geht es darum, wie etwas aussieht. Aber das ist eigentlich viel tiefer, hier geht es darum, wie etwas funktioniert. Und da sind wir natürlich bei jemandem, der sich mit Interaktionsdesign auskennt, der sich mit interaktiven Produkten auskennt. Und von daher schließe ich die Einführung ab und wir wissen schon ein bisschen, wofür wir uns in den folgenden Videos interessieren müssten. Nämlich, was macht ein gutes Design? Wie kommen wir auf schöne Formen? Wie kommen wir aber auch auf gutes Interaktionsdesign? Und wie beeinflusst schönes Design vielleicht auch unsere Wahrnehmung von Usability? Und das sind die Themen der folgenden Videos.